Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Conan Exiles mit den Abenteuern unserer Schildmaid. Ja, ihr seht schon im Hintergrund, wir sind bei Kleils Festung. Ich wollte mal einen kleinen Lootrun noch eben bauen. Und danach werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen an der Base weiterbauen. Und wenn nichts dazwischen kommt, wenn mir nichts anderes einfällt. Ja. Hab gerade mal schnell ein Brötchen von gestern noch gegessen, bevor ich hier die Aufnahme bin. Weil es ist schon wieder ein bisschen spät. Mal wieder. Aber diesmal lag es einfach daran. Ich habe, glaube ich, jetzt. Ich hatte jetzt 4 Folgen Horizon am Stück aufgenommen. Irgendwie konnte ich nicht aufhören oder das Spiel wollte nicht, dass ich aufhöre. Kann man sehen, wie man möchte. Trifft beides zu. Aber ich muss noch die Folge Conan aufnehmen für morgen. Lass mich Ruhe. Sind die alle so böse zu mir? So, ich denke, wir machen nur. Die Kisten beim Endboss, vielleicht noch die beim Drachen. Mal sehen. Ich muss gleich nur wieder. Oftmals sage ich die wieder 5-mal an der. Ach, ich wollte es gerade noch sagen, dass ich nicht wieder 5-mal an dem Ding hier vorbeirenne. Wo war es denn jetzt wieder? Ach Gott. Da irgendwo, oder? Lass mich in Ruhe. Warum sehe ich das nie? Ich bin so schlecht da drin. Ich sehe dieses Ding einfach nicht. Oh. Nein. Nein, das war nicht gut. Da. Oh mein Gott, ey. Ist schon ein bisschen, naja. Keine Ahnung. Wie oft war ich jetzt hier drin? Und trotzdem verpasse ich es immer noch. Spinne. Hunde. Spinne. Drache. Ignoriert mich doch einfach. Kloppt euch doch miteinander. Was soll denn das? Zu den Mammuts gehe ich immer nicht. Aua! Blöde Spinne. Lass mich in Ruhe. Irgendwann. Werde ich den Eingang direkt finden. Diesmal nehme ich auch alle Kisten mit, nicht nur die Hälfte. Zahnstocher und Knüppel. Dolche. Zahnstocher. Naja. So, gehen wir wieder raus. Dauert ja nicht so lange hier, ne?
Lass sie mich in Ruhe. Bitte. Aua. Lassen Sie das. Sagen Sie mal. Ich will mich hier sehr bedrängt, meine Herren. So, dann können wir jetzt nochmal in Ruhe gucken, was wir bekommen haben. Seilbar. Sprungstange. Rostige Pike. Brüchige Bastard. Papyrusklinge. Ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Nochmal Seilbar. Nochmal Sprungstange. Wow. War ja richtig Abwechslung drin. Ich musste nur mal ausprobieren, wie schnell die Truhen wieder da sind. Das weiß ich nicht. Ah, aber nicht jetzt. Wir packen uns jetzt mal unser Baumaterial ein. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Oh. Wieso läuft denn hier nichts? Tausend? Brauche ich noch 1000? Machen wir so. Holz. Hatte ich denn jetzt nochmal die Holzwerkstatt hingemacht? Muss mich immer noch dran gewöhnen. Ne, hier ist Leder. Wo hatte ich denn jetzt die Schreinerei hingemacht? Ach, oben, die ist oben geblieben. So. Ich glaube, wir kommen gar nicht so weit. Ich habe nicht genug Stahlverstärkung. Das wird, glaube ich, nur ein kurzes Bauvergnügen. So, dann machen wir doch jetzt hier erstmal. Das können wir wegnehmen. Gerade wegen der Höhe. Ja, es macht wenig Sinn, hier tiefer zu gehen, ne? Macht gar keinen Sinn. Mann.
alles wieder so teuer. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es da einen Unterschied gibt bei der Wand, aber Ordnung muss sein. Jetzt machen wir erstmal hier. Das kommt dann weg. Das kommt weg. Das kommt im Gesamten weg, ne? Das kommt ja auch weg. So. Ja. So muckwittert. Dach durchziehen. Und hier hatte ich Fenster. Nee. Okay, da haben wir richtig teuer, ne? Doppelt und dreifach hier. Will aber auch gar nicht. Ich finde, durch diesen Wehrgang sieht es dann richtig aus wie eine Festung. Wie mache ich das denn hier wieder? Da geht es in den Turm. Mache ich gar nichts. Machen wir einfach zu. So. Machen wir die Dinger jetzt wieder rein. Lassen wir da auf. Da auf.
Am Ende machen wir so. So, dann Dächer drauf. Jetzt leider wieder mal der Mangel an Baumaterial, nicht Baumaterial, Bauteilen zum Tragen. So. Naja, es geht. Und darf halt nicht ganz so genau hingucken. So, das haben wir. Jetzt habe ich den Eingang da. Mache ich den auch wieder nach vorne? Ich was sagen. Da habe ich noch da. Na, vielleicht kriegen wir den unteren Teil ja schon fertig. Wäre ja ganz cool. Okay. Einmal nicht aufgepasst, ne? Ich war zu klein gemacht. Was habe ich hier? Auch
die Dinger. Okay. Soll ja so ein bisschen gleichmäßig aussehen, ne? Die Türme. Naja, auf jeden Fall sehe ich dann gleich, was ich noch an Baumaterialien herstellen muss. So, hier kommen jetzt erstmal wieder Fenster hin. Hier können wir rauskommen. Türe, Wände. Mal die Treppe. Bin mir schon wieder nicht mehr sicher, ob wir die Türme hier fertig kriegen. Ach so, ja, gut. Für die Brücken habe ich jetzt natürlich keine. Na. Hallo. Materialien eingesteckt. Aber gut, die kann ich auch noch später machen. Probier doch einfach, ist viel einfacher. Ja, ist jetzt heute für mich quasi eine ruhige Folge zum Ausklang. So ein bisschen entspannen. So, da sind wir ganz oben. Da muss noch eine Reihe dran, ne? So, das haben wir soweit fertig. Dann... Oh. Wir haben kein Holz mehr. Ja, da kriegen wir den Turm wohl auch nicht mehr fertig. Schade. Schade, schade, Schokolade. Zwei Stück noch. Gut, wir brauchen auf jeden Fall Holz. Aber die Lampe so lange hier hin. So. Ah, ich weiß noch nicht, ob ich hier eine Treppe mache. Oder wir einfach den Weg dann durch die Türme nehmen. Mal sehen. Ah, es vergrößert die Base aber doch um einiges, ne? Ja, da kriegen wir richtig Platz. Warum fehlt denn da? Okay. Wer hat die denn abgerissen? Ups. Upsi, da habe ich eine Wand abgerissen. Ja.
Der Kerl ist schon ein Schussel. Aber seht ihr, wie die Sonne scheint? Hab ich noch ein bisschen was? Da läuft im Moment nichts. Den haben wir noch genug. Da muss ich mir, glaube ich, keine Sorgen machen im Moment. So. Oh, voll. Dolch hatte ich hier drin, ne, oder? Ne, hatte ich auch mit dabei. Leider kein Katana und auch keine Doppeläxte. Kommen wir auf 1034. Hier aus. Es fehlt an gar nichts. Yay. Da haben wir auch noch von allem. Ja. Da können wir hier direkt noch mal reingucken. Ganz toll. Ja, ich werde jetzt das Spiel noch ein bisschen laufen lassen, denke ich. Damit einfach noch ein paar Sachen durchlaufen können. Und ich sehe gerade die Folge von Horizon für morgen ist auch gerade fertig gerendert. Das heißt, die werde ich jetzt hochladen, lasse das Spiel noch ein bisschen laufen. Und dann werde ich dabei erstmal zu Abend essen. Weil ist ja jetzt auch 10 Uhr, ne? Wird Zeit. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.